Hallo und herzlich willkommen zurück zu ja, mit diesem wunderschönen. Ich weiß nicht, was. Ist das ein Mini-Erdenbaum? Das sieht so schön aus und die Musik passt gerade so gut, ne? Wir sind im Hinterland. Über den Geheimweg, den man hier an dem Schattenbergfried machen konnte, gab es hier eine Statue, wo man die Geste benutzen muss, die man findet. Und dann kommt man hier durch und kommt in dieses Gebiet des Hinterlandes. Hier unten gibt es einen Bossfight mit zwei Baumwächtern. Und jetzt sind wir in dem oberen Bereich, dem Schamandorf. Das sieht super speziell aus, irgendwie. Oh, guckt euch mal das an. Wie geil das aussieht, einfach. Faule Person voraus. Ja, wenn es hier im Bossfight kommt, habe ich kein Problem damit. Aber allein dieses Bild hier. So geil. So geil. Niederer Erdenbaum. Ist das eine Anrufung? Ja, es ist eine Anrufung. Zorn aus der Ferne, Heilung aus der Ferne, Heilung des Erdenbaums, da ist er. Heilt Verbündete in der Umgebung dauerhaft. Glaube 70? What? Heilt Verbündete in der Umgebung dauerhaft. Oh mein Gott. Das ist ja krankstark. Das wäre OP für meine Träne, ne? Guck mal an, wir haben 2000 Leben. Cool. Alter, was? Ja, fehlen uns ja nur 35 Punkte, ne? Scheiße. Boah, ist das krass. Das ist wirklich crazy. Gesetz der Regression. Ja, nice. Goldene Bögen. Wachsamer Geist. Feuerschlange, Feuerregen. Oh ja. Lässt für kurze Dauer Feuer regnen. Das ist das von dem Drachen, ne? Boyle oder wie er hieß. Oder Bale, so. So hieß er. Ach ne, das ist das von Bale. AK 49, stimmt, ja. Das hätte ich am liebsten. Mit einer Hitzewelle zu brüllen. Ja, das hätte ich gerne. Ich wünschte, ich könnte einfach mal 150 Level-Ups haben. Oh, guck mal, wie schön. Sonnenaufgang. Oh, das ist geil. Alter, ich liebe dieses Gebiet. Das ist das schönste Gebiet in Elden Ring. Es gibt kein Gebiet, was schöner ist, glaube ich. Ah,
Ja, Necron, also die geheime Stadt Necron, vielleicht wegen dem Himmel. Wahrscheinlich besessenes Wesen. Will ich nicht. Wie schön. Alter, ich liebe es. Was sind da unten für komische runde Kreise? Da unten sind wieder diese Hände. Ach, Arbeitsturm, ja, da waren wir. Was ist schön hier? Ich wünschte, es gibt mehr solcher Gebiete. Warum sind die Häuser hier verlassen? Die sehen jetzt noch nicht so ultra kaputt aus. Die sind einfach nur verlassen. Vom äußerlichen Zustand sind die einfach nur ein bisschen bewachsen, aber... nicht zerstört. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das, dass ich hier so ein bisschen Sightseeing mache. Aber ich finde, das hat das einfach verdient. Tut mir leid, aber... es sieht so geil aus. Das nicht zu... nicht sich anzuschauen, so. Das wäre, finde ich, nicht cool. Deswegen gucke ich mir das alles schön an. Ich feiere das mit hart gerade, ne? Oh. Oh mein Gott. Erhöht die Resistenz gegen Heiligschaden bis ans Äußerste. Der goldene Zopf. Ein geschnittener Zopf aus goldenem Haar. Eine Gabe von König Marika an die Matriarchin. Erhöht die Resistenz gegen Heiligschaden bis ans Äußerste. Was war ihr Gebet, ihr Wunsch, ihr Geständnis? Es gibt niemanden mehr, der darauf antwortet. Und Marika kehrte nie wieder in die Heimat zurück. Ist das ein Haar von Marika? Nee. Nee, Marika... doch, es könnte ein Zopf von Marika sein. An dem Matriarchin. Und die Matriarchin ist natürlich die Mutter. Weil wir brauchen ja die Geste O Mutter, um überhaupt hier hinzukommen. Das ist geil. Oh, ich liebe es. Thank you.
der Geheimweg nach unten, ne? Ja. Damit hätte ich nicht gerechnet. Toll. Wow. Cool. Genau, das ist dieser kleine Vorsprung. Nicht, dass man hier auf den Turm hochkommt, ja? Hat es bestimmt da runter. Alter, jemand hat es geschafft. Ah, hier. An sich gibt es doch sonst nichts weiter, oder? So wegen dem Loch. Das ist ein Haus? Ja, das ist ein Haus. Warum tun wir das nochmal? Genau, jetzt kann man dahin jumpen, genau. Die Frage ist, ist das ein Secret? Das ist ein Secret. Das ist safe ein Secret, weil eigentlich bist du in dem unteren Bereich. Der obere Bereich, da kommst du eigentlich nur hin, wenn du diesen, wenn du durch diese Luke kommst. Und da seht ihr die Treppe. Die endet aber da. Das ist die zweite Ebene hier. Das wäre geil, wenn das ein Secret ist. Die Frage ist nur, wo, wie bist du runtergefallen? Muss man nicht einfach nur auf der Plattform landen? Okay. Ich hätte gesagt, ich rolle einfach da runter. Aber. Das würden wir überleben. Genau deshalb habe ich das geprüft. Aber wir haben doch so. Haben wir nicht irgendwas, was den Fallschaden reduziert? Ach nee, das war in Dark Souls 1, ne? Da gab es dieses. Ja, das ist nicht hier. Oder doch? Genau. Puppe untersuchen. Puppe von Anna. Die sieht aus wie Yolana. Und ich sagte doch, es ist ein Geheimnis.
Cool, da unten ist sogar noch ein Item. Puppe von Anna. Klangperle des Zauberkünstlers. Weil wir waren nämlich da unten. Und ich wusste, dass es halt ein Geheimnis gibt. Weil er gesagt hat, da unten war eine Nachricht. Hier oben ist noch ein Geheimnis. Oh mein Gott. Krankes Geheimnis. Und hier wird's gesagt, hoch voraus, aber Klippe suchen. Genau. Es ist halt sehr... Muss sehr viel reininterpretieren, aber dass man von da aus hier runter in den Turm muss, um ein Geheimnis zu sehen. Holy shit. Und ihr wollt natürlich wissen, was die Puppe von Anna ist. Ich will es auch wissen. Deswegen machen wir das mal gerade. Und zwar Elden Ring Puppe von Anna. Was ist die Puppe von Anna? Das ist doch irgendwas von Yolana, oder? Ah, das ist sogar eine geheime Quest, ist das sogar. Oh mein Gott, die hat mit Ymirs Quest zu tun. Alles klar. Das heißt, später. Und das hier ist übrigens auch Ymirs Quest. Müssen wir auch machen. Ja, geil. Also, Schamandorf, maximal geil. Kann ich nicht anders zu sagen. So geil gemacht. Geile Aufmachung. Alles geil. Aussicht von Skadu. Ja, da kommen wir bestimmt hier durch. Und kommen dann dahin. Das weiß ich aber noch nicht. Das Gebiet muss ich noch generell erkunden. Deswegen mache ich diese Markierung mal da weg. Und mache die mal hier hin. Und hier mache ich natürlich auch eine neue hin. Geile Sache. So. Wo machen wir weiter? Also machen wir jetzt hier unten erstmal das? Oder sage ich, komm, wir machen die Fingerruinen. Dann haben wir die schon mal vom Tisch. Wäre eigentlich ganz geil, würde ich sagen. Wenn wir schon mal mit den Fingerruinen weitermachen würden. An sich habe ich ja sonst nichts mehr, ne? Ja, okay, hier hinten noch, ne? Klar. Erstmal da weitermachen. Ich glaube, das ist ganz gut, weil, ja. Passt einfach. So, was ist dieser Baum hier? Okay, nix. Ist nicht wirklich viel. Okay, da unten sind wieder Viechers. Dann würde ich am liebsten diese Markierung hier nochmal wegnehmen. Also, wir müssen einmal hier hin. Wir müssen einmal dahin und einmal dahin. Und dann gehen wir hierhin zurück und gehen hierhin. Und der fünfte kommt nach hier. So. Okay.
sind das böse oder sind die nett? Ich kann sie anvisieren. Reden kann ich nicht mit denen. Alles klar. Was? Die geben auch gut Seelen. Holy shit. Die kann man ja farmen. Die geben fast 3000. Farmen. Ich glaube, ich habe einen Farmspot entdeckt. Vielleicht werde ich noch mal farmen. Ja, vielleicht werde ich mal ausgehen, einfach hier hinstellen, die Viecher abfarmen. Ja. Vielleicht wäre das ganz gut. Oh, hier sind wieder alte Schildkröten. Und Farbs. Schattensonnenblümchen, die nehme ich mit. So, ich bin jetzt auf der 1, ich muss aber noch da hoch. Später. So, was ist hier noch? Ist hier noch irgendwas? Wartet das Hund. Aus der Luft rausgeholt. Warum dreht er sich die ganze Zeit? Was er machen soll, geil. Warum Erdenbaum? Ja, warum Erdenbaum? Warum wohl? Immer noch kein Objekt. Schade eigentlich, ne? Das da hinten sieht wiederum interessant aus. Sterben schon wieder 1000 Viecher. Los, hier ist nichts und da ist nichts. Ich muss aber noch dahin. Ja, und dahin. Da ist so was Schwarzes Wabendes. Da würde ich mal für den Moment gerade mal so auslassen. Können wir gerne mal später machen. Hallo, hörst du? Ach, da ist ein Feuerschwung.
Da ist ein Feuerchen. Und eine ganze Familie an Spinnen. Buggy Hunt. Cool. Geht das gut Seelen? Es gibt mega gut Seelen. Runen. Seelen. Was brauchen wir für einen Stufenaufstieg? 500. Aber die hier, das ist echt gut, ein guter Farmspot, glaube ich. Vor allem, weil die halt sich überhaupt nicht bewegen. Das erinnert mich ein bisschen an Morgwins Palast, wo die Viecher auch einfach nichts gemacht haben. So. Wir haben 54.000 einfach. Holy shit. Die kann man echt gut farmen. Holy moly. So. Singer Finger. Hier sind die anderen. Hier ist die One-Hit. Ups. Fingerabdruckpräparat, Schattensonnenblume, perlmutterartige Schuppen. Okay. Das war's. Ja. Was steht hier noch? Vorsichtsbüro, ja, habe ich schon gesehen. Muss man immer aufpassen. Wenn man mit diesen Händen hier rumspielt, immer gucken. Immer nach oben gucken. Und nach unten. Weil, entweder sitzt im Boden drin oder. Oder nicht.
Entweder sind sie im Boden drin oder oben an der Wand. So, Alter. Das sieht ja witzig aus. Hand ausradiert. Da unten könnte noch was sein. Damit haben wir einfach mal unser Level abgegönnt. Gegönnt. Das würde ich mir auch noch ganz reinpfeifen. Ach, komm, machen wir in der nächsten Folge. Oh, wie schön. Oh mein Gott. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein. Und tschüss.